vorgestellt, Epic Car Factory. Ja, ich habe ein Key zur Verfügung gestellt. Produzenten sind Epic Devs, Herausgeber Assemble Entertainment. Vielen Dank dafür, dass ich den Key dafür bekommen habe und dann hier das Spiel vorstellen kann. Mitwirkende habt ihr gerade gesehen. Ich kann auch noch mal gerade so langsam hier durchscrollen. Dann seht ihr, wer da alle so Teilhaber dran war. Spieldesign und so, Lead Assistant. Ja, ich kann nicht gerade runterziehen, dann klappt das alles nicht so. Da seht ihr, dass das einige gemacht sind. Das Spiel gibt es in mehreren Sprachen, wie wir hier sehen. Jo, mitwirkende Moddable ist es auch, aber leider sehen wir noch keine. Einstellungen ist nicht ganz viel Sound, Musik, Vollbildsprachkamera, allgemein geht noch auf Spielweise. Und dann kommen wir wieder auf allgemein zurück. Haben wir, ja, ich habe noch nichts gemacht, ich kenne das Spiel noch nicht. Wir fangen da mal an, gehen auf normal einfach durch. Neues Spiel, keine Ahnung, nennen wir es Ass Reiter. Kein Zusammenhang jetzt, was das ist, ob das der Kompaniename ist oder sowas oder einfach nur der Spielname. Wir werden sehen. Alle lieben Autos. Hallo Boss, ich darf dich so nennen, oder? Also du bist schließlich die Person, die diese Fabrik gekauft hat. Ich bin die Sekretärin und ich werde helfen, wo ich nur kann. Okay, ich sortiere nur eben meine Krimskrams und bin gleich wieder für dich da. Du kannst dich in der Zwischenzeit schon einmal ein wenig in der Fabrik umsehen. Ja, da haben wir eine Autofabrik. Alle lieben Autos, steht da immer noch. Okay, das war jetzt nicht lange, dass ich mich umsehen durfte. Na bitte, ich wäre dann soweit. Und ich habe auch ein paar tolle Notizen für dich angefertigt mit allerlei Dingen, die dich interessieren könnten. Die sind immer hier zu finden. Menü, System, Handbuch. Alles klar. Menü ist da unten. Okay, dann werde ich es wohl finden. Da du dir ja diese Autofabrik gekauft hast, weißt du noch auch bestimmt, was du damit anstellen willst, oder? Naja, ich sage es trotzdem. Autos entwickeln und verkaufen. Du hast bereits zwei Arbeiter, die nur allzu gerne alles für dich tun würden, für ihr Gehalt. Oh, ich hoffe, das wird es an dieser Spitze unserer Mitbewerber schaffen, aber jetzt Autos. Öffne Menü, Produktion, Entwicklung und lass uns unser erstes Auto bauen. Also, Menü, Produktion, Entwicklung. Hier kannst du alles für die Entwicklung eines neuen Autos einrichten. Wähle die Teile aus, denen du es zusammenbauen möchtest, sowie die Entwicklungs- und Preisstrategien. Nachdem du deine Auswahl getroffen hast, beginnen die Arbeiten mit der Herstellung des Prototyps. Für jedes Teil gibt es vier verschiedene Attribute: Spritverbrauch, Optik, Komfort und Geschwindigkeit. In der Liste werden auch die Klasse und die Stufe des Autos angezeigt, wie die Herstellungskosten für ein Auto mit diesem Teil. Im Moment verfügen wir nicht gerade über die besten Teile, aber im Laufe der Zeit können wir bestimmt mehr Forschung betreiben. Ein Auto wird aus vier Teilen zusammengesetzt: Fahrwerk, Motor, Reifen, Karosserie. Wir sollten für jede Kategorie einen Teil auswählen. Im Allgemeinen solltest du natürlich die besten Teile verwenden, aber die können teuer sein. Außerdem ist es ratsam, Teile derselben oder aus ähnlichen Klassen zu kombinieren. Gut, entwickle ein Auto. Das ist dann die Holzklasse oder was? Das ist das Chassis. Kostet 50. Optik ist 2. Verbrauch ist 5. Komfort ist 10. Und das war Geschwindigkeit 3. Das könnte man da wegschmeißen. Aber ja, wir können ja sowieso nur das nehmen. Also, ausgewählt ist es wohl. Weiter geht's. Entwickle ein Auto. Motoren, ja, das ist auch ein Motor. V1. Ja. Verbrauch 8. Optik 2. Geschwindigkeit 4. Komfort 6. Ja, bleibt uns nichts anderes über, als das zu nehmen wahrscheinlich. Pneumatisch. Also die Räder. Pneumatisch. Pneus sind es natürlich, die Räder. Verbrauch 4. Optik 8. Geschwindigkeit 5. Komfort 3. Ich weiß jetzt nicht, ob hoch gut ist oder niedrig gut ist. Keine Ahnung. Karosseriemodell Ford T. T. Hardbred CV. Mercedes S. Achso, okay. So sehen die aus. Sehr interessant. Also hier so ein bisschen an Dingens angelehnt. Model T von Ford hier oben, ne? Mercedes S-Klasse soll das unter sein. Hardbreed CV. Keine Ahnung, ob das die Ente sein soll. Aber das Modell kenne ich jetzt nicht. Kostet 50.000. Klasse Tuning ist noch schlecht. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Also ich würde den geschlossenen Wagen nehmen. Das ist bestimmt besser. In diesem Schritt legst du die Entwicklungsstrategie für das Auto fest. Du kannst dich auf eine bestimmte Kenngröße konzentrieren oder auf eine Forschung fokussieren. Das bringt mehr Forschungspunkte. Okay. Fokus auf Verbrauch, Komfort, Optik, Geschwindigkeit, Forschung. Also tendenziell würde ich ja auf Forschung gehen wollen. Aber wir müssen erstmal was verkaufen. Vielleicht macht das mehr Sinn dann. Also Geschwindigkeit, die Leute sind sowieso damals wahrscheinlich zufrieden gewesen. Erstmal, dass das Auto fährt, dass man nicht selber laufen muss oder irgendwelche Viecher nehmen muss.
Fokus Optik, ich glaube, Optik war ziemlich egal. Komfort war wahrscheinlich schon mal wichtig. Und Verbrauch, glaube ich, war nicht so wichtig. Allerdings, ja, ist es so eine Geschichte, Sprit aus der Apotheke zu holen oder sowas wahrscheinlich, ne? Gut. Jetzt ist die Frage, welche Schicht kommt man bei den Leuten an, ne? Achso, da sehen wir auch, wofür es dann gut ist, ne? Tendenziell wäre Forschung natürlich vorantreibend, aber ich glaube, wir bleiben bei dem Komfort erstmal. Die Leute wollen Komfort haben, schätze ich mal, zu der Zeit. Und du musst dich auch für eine Preisstrategie entscheiden. Du kannst entweder ein billiges Auto herstellen und damit auf höhere Verkaufszahlen hoffen oder ein Glück versuchen und ein teures Auto mit auf den Markt bringen. Deine Wahl hier hat auch Wirkung auf die Entwicklungszeit, also entscheide weise. Ja, ich denke, das war ein niedrigpreisiges Auto, das Ford Model T, einfach aus dem Grunde, weil man viel verkaufen wollte. Fließbandarbeit war natürlich da angesagt. Und da konnte man ja auch günstig herstellen, also machen wir den niedrigen Preis erstmal. Fahrwerk Holz, Motor V1, Reifen pneumatisch, Karosserie Ford T, Entwicklungskosten 200.000, Produktionskosten 4.000, Entwicklungszeit 24 Wochen. Ja, lassen wir es mal laufen, ne? Ja, so ein bisschen erinnert mich das mit den Mannequin hier so an Theme Hospital, ne? Da kommt das erste Chassis. Boost für Fahrwerk. Adam J.J. Blindside. Keine Ahnung, was der jetzt gerade gemacht hat. Die sind da noch am Schweißen oder sowas. Monokel waren eine blöde Idee, okay. Was hat er gerade gesagt? Hoffentlich zieht das keiner. Jetzt ist die Frage, was da passiert, ne? So wirklich kann ich das nicht beurteilen. So, Chassis ist fertig. Das könnte der Motor sein. Wenn es der Motor ist, dann haben wir jetzt gerade die Hochzeit. Boost für Motor, ja. Tune den Motor, okay. Ja, ich weiß nicht, was gerade passiert, ne? Ich bin Feuer und Flamme. Plus 10. Wir brauchen mehr Leistung. Okay, plus 17. Ich weiß nicht, was die beiden da machen oder nicht machen, ne? Plus 1 und plus weiß ich, wie die Räder müssen nicht parallel sein, oder doch? Doch, die müssen parallel sein, sonst laufen sie schief ab. Wenn sie schief ablaufen, dann kannst du sie schnell wegschmeißen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann es versuchen. Autoauswahl in 3 Sekunden. Ja, weiter. Das ging jetzt viel zu schnell. Felgen verstärken, fertig, glaube ich. Okay, Verbrauch ist dadurch besser geworden. Es gibt einen neuen Vertragsjob. Okay. Sollte ich diesen Nagel in den Reifen schlagen? Nee, vielleicht nicht. Bis später. Wieso? Der hat Feierabend oder was? Ah, ja, ist auch weg. Oder Mittagspause. Achso, jetzt rollt er schon von alleine weiter. Mhm. So, jetzt kommt die Karosserie drum. Ja, sieht ja nett aus, oder? Was soll ich denn hier auswählen? Ich glaube, ich kann da nichts auswählen. Ich kann einfach nur den Haken setzen. Stelle Karosserie fertig, 33. Ich bin ein Problemlöser. Plus 6. Okay. Plus 1, alles klar, lasst uns endlich diese ganzen Löcher füllen. Das heißt doch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, also lasst uns ein paar Betten machen. Okay. Was wäre, wenn wir einfach das Dach weglassen? Ich weiß nicht, was da für ein Symbol gerade war, ne? So, erster Auto fährt jetzt hier raus und ich habe keinen blassen Schimmer, was hier... Ach, das ist ja unser Prototyp, alles klar. Wir haben unser erstes Auto entwickelt, jetzt können wir mit der Massenproduktion beginnen. Aber keine Sorge, dafür musst du nichts tun. Wir lagern den gesamten Prozess aus, du musst so stolz sein oder nicht. Ob es wirklich etwas gibt, was auf du stolz sein kannst, erfährst du hier. Sieh dir die Bewertung an, so wie eine Bewertung eines zufällig dahergelaufenen Autokritikers. Schon bald wirst du sehen, wie uns ein warmer Geldsegen zuteil wird. Natürlich ist die Wertung des Autos wichtig für die Verkaufszahlen, so viele andere Dinge, aber das wirst du sicher bald herausfinden. Was sollen wir jetzt machen? Also du kannst natürlich ein weiteres Auto bauen, aber wir können nicht auf ein besseres Ergebnis hoffen, wenn wir nicht bessere Teile
erforschen oder die bestehenden tunen. Warum versuchen wir das nicht einfach, sowohl für die Forschung als auch das Tuning benötigte Forschungspunkte? Davon sollten wir jetzt inzwischen, Entschuldigung, inzwischen während der Entwicklung des Autos einige angesammelt haben. In der oberen Leiste kannst du immer die aktuelle Menge an Forschungspunkte sehen. Sind das die Forschungspunkte? Oder hier welche? Woche? Monat? Ja, keine Ahnung. Unsere Kohle? Sieht alles... Ne, das ist glaube ich eine 8, ne? 800.000. Wahrscheinlich sind das die Forschungspunkte. Geschwindigkeit vielleicht, aber so ganz mehr kann man ja nicht sehen. FP steht jetzt hier nirgendwo, ne? Wertung. Himmel auf vier Rädern. Okay, eine Wertung von 90 ist, glaube ich, dann ganz gut, oder? Okay, dann. Forschungspunkte, da sind sie. Entwickle Autos, um mehr verdienen und nutze sie, um Forschung zu betreiben und Teile zu finden, damit du bessere Autos bauen kannst. Wochenumsatz läuft. Okay. Da kann ich nichts machen. Dann muss ich es wohl hier machen. Forschung. Zeige die verfügbaren Teile an, die erforscht werden können. Hier kannst du dich für neue Variationen der Teile entscheiden, die du erforschen möchtest. Bessere Teile oder bessere Autos. Diese werden im Laufe der Zeit verfügbar sein und ich werde Ihnen Bescheid sagen. Falls ich es aber noch einmal vergessen sollte, kannst du hier nachschauen. Für die Forschung eines Teils brauchst du Forschungspunkte. Überleg also, wie du sie ausgibst. Wähle ein Autoteil zum Erforschen. Ich habe keins. Also können wir das noch nicht machen. Schade. War wohl nix. Details kann man da angucken. Und ich dachte, heute wäre ein stressiger Tag. Nee, ist er wohl nicht. Hüte sind out. Also Spielgeschwindigkeit und erhöhen. Das haben wir schon gedacht. Ich liebe Essen. Okay. Ich dachte, heute wäre ein stressiger Tag. Autos und Teile, Einnahmen 53.000, Ausgaben 200.000, Aufträge nix, Gesamt, ja das ist, ich weiß nicht, was diese Statistik hier soll dann. 8 haben wir verkauft, Gewinn 4.000. Dann passiert da noch was oder nix? Ah, entspannend. Tuning. Hier sind du alle Teile, die du besitzt. Du kannst sie tunen und höher stufen, damit du mit ihnen gebaute Autos bessere Attributewerte erhalten. Für das Tuning brauchst du Forschungspunkte. Gib diese also mit Bedacht aus. Ah, hier geht auf jeden Fall was dann. Klasse Tunic ist also nix. Forschungspunkte sind da 15, wir haben 17. Gibt's noch mehr? Ah, da oben gibt's noch mehr. Hardrid, Mercedes, ich glaube, wir sollten jetzt mal erstmal hier unten irgendwas machen, aber wir können das immer anklicken. Hergestellt aus dem allerfeinsten Holz, zumindest aus dem feinsten in Griffweite. Das sieht man nicht unbedingt. Okay. Verbrauch ist 8. Optik ist 2. Geschwindigkeit ist 4. Komfort ist 6. Vielleicht sollten wir mal den Motor. Ja. Ja, das weiß ich jetzt nicht, was wir da machen sollten, aber wir sollten überlegen, was wir hier machen. Also das Chassis sieht man jetzt nicht wirklich. V1 ist ein Motor, der macht schon was her. Pneumatisch sind die Reifen. Ja, ich würde jetzt definitiv erstmal den Motor tunen wollen, ne? So, jetzt machen die wieder was. Da kommt der Motor aufs Band. Und jetzt basteln. Und als nächstes das Atomauto. Okay. Nur noch diese Schraube. Ah, meine Daumen, es gibt einen neuen Vertrag. Die Berichte aus dem letzten Jahr zeigen, wie gut die Fabrik im Vergleich. Ja, super. Verkaufszahlen gehen runter, das ist nicht gut. Die Räder drehen sich rundherum herunterum. Produktion. Entwickeln. Holzklasse. V1. Pneumatisch. VT. Würde ich jetzt sowieso nehmen wollen, weil ich habe ja nur den Motor verbessert und dann würde ich das nochmal machen. Fokus auf Komfort weiterhin. Oder Fokus auf Forschung. Vielleicht Forschung jetzt momentan besser. Niedriger Preis haben wir gesagt. Los geht's.
entwickle ein Auto. Ja, haben wir dann, ne? Da ist jetzt der Motor besser in dem Ding. Da ist ja gleich, ne? Tja. Hier kann man, glaube ich, nichts machen, oder? Ach so, ist das okay. Ah, die springen hin und her. Aber wofür die gut sind, weiß ich nicht. Zehn, sechzehn, fünf, fünf. Ich glaube, der ist besser. Okay. Ja, wird jetzt nicht wirklich erklärt, was da Sache ist, ne? Neue Karosserie kann lizenziert werden. So, jetzt kommt der Motor, den wir eben verbessert haben. Hübsche sind in, alles klar. So, jetzt wählen wir wieder aus, wer da die Kiste bauen darf. Wir haben wieder die zwei. Komfort. Sprit und Geschwindigkeit. Also definitiv der. Tune den Motor. Fertig, glaube ich. Okay. Ist da jetzt was besser geworden? Wir sagen denn, dass die Verräumung des Motors stattfinden muss. Boss, die jährlichen Auto-Awards stehen an. Wenn du teilnehmen möchtest, musst du die Autos für die Gruppe wählen, indem du gewinnen willst. Vergiss nicht, dass das mit den Kosten verbunden ist. Hier sind die diesjährigen Kategorien, denen du, falls gewünscht, antreten kannst. Das könnte jedes Jahr anders sein. Wenn du in deiner anderen möchtest und genug Geld hast, um die Startgebühr zu zahlen, empfehle einfach eine aus der Liste aus. Ich werde dir dem zugegebenen Zeitpunkt mehr dazu erklären. Höchster Luxus, bestes Team, beste Auto des Jahres, Rennen. In der Liste siehst du die neuesten Autos, die teilnehmen dürfen. Mit der Auswahl eines Autos werden diese Karte und dir ein Bild davon angezeigt. Dann musst du deine Wahl nur bestätigen. Falls du noch nicht in der Kategorie antreten musstest, bitte die Auswahl mit X. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig, wie den jetzt zu nehmen, ne? Ja, der ist ja auch nicht langsam mit 139, ne? Höchster Luxus. Gesamtkosten 25, wir haben noch irgendwas bei 500, also zack, machen wir. Den kann ich nicht annehmen. Okay, da geht's gerade auf Geschwindigkeit. Wenn ihr euch bald, können wir alle früher nach Hause. Wow. Ja, jetzt kommen die Räder dran. Hat auch wieder mit Geschwindigkeit zu tun. Bedeutet auch wieder, dass nicht er das macht, sondern er das macht. Aber das Räder sind für den Spritverbrauch, nicht für die Geschwindigkeit. Auch cool, ne? Naja. Die Awards-Show ist zu Ende. Sehen wir mal, wie wir abgeschnitten haben. Rennen, erster Platz. Die Rennstrecke war an diesem Tag ziemlich staubig, zumindest für jedes Auto hinter diesen. Schau dir nur all die Awards an, die wir erhalten haben. Anscheinend erhöhen sie den Beliebtheitsgrad unserer Firma bei den Leuten. Wir erhalten 12 neue Fans. Na dann. Ach, hier unten sind die Fehler, okay. Kann diese Reihe das Gewicht des Autos halten? Ja, klar, auf jeden Fall. 14 bis 17 ist da der mögliche Beitrag. Ja, da können wir jetzt doch nur den auswählen dann, ne? Aber ja, Glück, ich glaube, der hat sogar die besseren Werte. Ja, ja. Na dann. Heiß, 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 heiß das. Ja, der hatte nur 7, da war der ja sogar der bessere. Also hier ist das Blaue, da war das Grüne. Ja. Motor ist hier, das war das Gelbe und dann ist vorne wahrscheinlich Karosserie noch der Komfort, oder? Details über die aktuelle Arbeit. Okay, Startdatum, Jahr 1, Monat 2, Woche 1, Holz, Motor. Ja, bringt ja nicht so wirklich was, ne, oder? Einen Fehler reingebaut. Ich glaube, so viele Fehler habe ich jetzt nicht gesehen gehabt, kann das sein? Ist jetzt ein neuer Prototyp. Aber der hat leider nur 55 Punkte gebracht.
Ja, schade, ne? Es gibt einen neuen Vertragsjob. Falls du kein Geld hast, um ein neues Auto zu entwickeln oder dir einfach das Selbstbewusstsein fehlt, kannst du dich hier immer nach Auftragsarbeiten umsehen. Es ist natürlich immer besser, Autos zu bauen, aber wenn du schnelles Geld brauchst, hey, wir sind alle nur Menschen. Motorüberholung. Zeit 8 Wochen, Belohnung 120.000. Also die Zeit ist immer das gleiche, das Geld ist nur besser. Wähle einen Auftrag. Evada bietet einen Auftrag zur Überholung eines Fahrwerkdesigns innerhalb von 8 Wochen. Du bekommst 80.000, wenn du ihn erfolgreich abschließt. Karosserieüberholung ist da. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich mache mal jetzt einfach die Motorüberholung. Das ist jetzt hier. Da kommt jetzt irgendeine Kiste. Keine Ahnung, wofür die gut ist. Super. Also er hier ist ja der König hier beim Geschwindigkeit, beim Motor. 19. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür das gut ist oder nicht. Ja. 100% Arbeitsfortschritt. Na super, oder? Hey Boss, der Auftrag war erfolgreich. Wir haben 80.000 bekommen. Gönn dir davon doch mal etwas. Kauf etwas Schönes für die Fabrik. Okay. Schauen wir da mal rein, ne? Schulung. Stufenaufstieg, Einstellung, entlassen, einstellen. Aktion, Werbung, Marktforschung, Artikel. Okay, Info, Produkt, Personal, Forschung. Hier siehst du alle Teile, die du erforscht hast, sowie ihre Tuningstufe. Man könnte diesen Bereich auch als eine Art Inventar bezeichnen. Wähle einen Teil aus der Liste aus und lass aus diesem Werte anzeigen. Okay, das ist das. V1. Ja, das hat sich so verbessert oder verschlechtert, keine Ahnung, ne? So, dann Produktion, Entwickeln, Modellen, Forschung. Wie sind es denn? 25 Forschungspunkte, da sollten wir also was tun, aber es ist nichts zu forschen. Wir können leider keinen Teil da nutzen für. Produktion, Entwicklung, Modell kaufen. Gelegen Sie neue Designs verfügbar. Du kannst sie hier lizenzieren und nutzen, um deine eigenen Autos zu entwickeln. Ich werde versuchen, dich immer über neue Modelle zu empfehlen, aber du kannst auch selbst nachsehen. Deutsche Deuss SG 5000. Ich habe ja erstmal die drei Modelle, das sollte da reichen, ne? Forschung hatten wir gerade, aber haben wir nichts gemacht, weil nicht geht. Tuning. Dann hauen wir doch mal hier einfach da noch was raus, ne? 14 Punkte. Ja, können wir mal schneller laufen lassen. Was ist da jetzt mit? Der brutzelt da jetzt dran. Sollen wir Flamme auf die Seite malen? Na super. Grafik mit dem richtigen Verkaufszahlen ausblenden. Ja, das können wir mal machen. Bringt uns jetzt nicht so viel, ne? Wie sieht's denn aus? Aber wir machen irgendwie Geld. Und da sind noch mehr Stühle und da kann man... warte mal, man kann ja auch... Kann man die... die Karte kann man so verschieben. Man kann seine Fabrik wahrscheinlich auch vergrößern vielleicht. Ja, und ich dachte, heute wäre ein stressiger Tag. Nee, ist es nicht, aber ich hätte gerne jetzt den Vergleich gerade angestellt. Die Aktion... durch im Haus, wenn auf einem der jetzt ein Autos gefällt. Ja, da können wir nichts sehen, das ist schon mal schlecht. Schulung. Hier kannst du deinen Arbeiter an Schulung teilnehmen lassen. Wähle den Arbeiter über die Pfeile aus und suche aus der Liste eine geeignete Schulung für ihn aus. Die Schulung erhöht die Attributswerte der Arbeiter und du kannst ihnen so oft du willst diesen Lernvergnügen bereiten. Denke aber daran, dass bei einem bestimmten Zeitpunkt eine Schulung keine Verbesserung der Werte mehr ermöglicht. Und mitunter erreicht eine Schulung das Gegenteil. Deine Arbeiter können sie dadurch auch verschlechtern. Okay. $12.000 kostet der Spaß. Da würde er da besser werden und da besser werden. Da würde er da besser werden. Da würde er da besser werden.
Ja, da würden wir dann einen Profi ausmachen, ne? Vielleicht sollten wir. Jetzt ist die Frage, willst du einen Allrounder haben oder einen Spezialist? Spezialist hätten wir dann da, aber ich glaube, wir tendieren zu einem Spezialisten. Aber 30.000 brauchen wir. Ach, wohl, bah. Scheißegal, machen wir. Alles über Lederpflege. Und das hat er auch noch gelernt. Boss Adam Adamant ist mit der Schulung fertig. Irgendwie wird sich das investiert rentieren. War der das jetzt? Ja, ne? So, jetzt haben wir noch den Lee Ironhand. Der muss das gleiche. Ne, den machen wir den. Geht das andere? Das würde da nicht viel bringen. Also, der ist gar nicht so ein toller Lerner. Ja, dann alles über Lederpflege. Bei ihm auch, oder? Zack. Der hat ordentlich zugelegt. Ja, geht da so. Auslieferung ist mit der Schulung fertig und ich werde die Mission. Wofür sind das Fragezeichen? Aber da können auch zwei Wege sein. Einer davon ist mit Hilfe von Schulung. Wenn du das Geld in die Schulung eines Arbeiters investierst, erhöht sich das Wert alles, was allerdings nicht extrem viel brachte. Auch, dass einige Schulungen die Werte sogar verringern können. Um eine Schulung für einen Arbeiter zu planen, geht zu dem Mitarbeiter-Schulung. Habe ich gemacht. Danke. Sonst wäre ich da nicht hingekommen, ne? Wenn man das so erklärt. Alles klar. Ich glaube, wir sind dann erstmal mit der Schulung durch. So. Forschung, 11 Punkte. Ich glaube, da könnte vielleicht noch was gehen bei Produktion, Forschung. Ich glaube, da könnten. Nee, das war wieder falsch. Es ist Tuning und nicht Forschung. Tuning. Ich meine, da gab es auch eine Kategorie mit 11. Die oberste, die Holzklasse. Ja, zack. Ja, jetzt der Vertragsjob, ne? War schön, oder? Naja, egal. Zieh den Briefkasten, Nachrichten anzeigen. Okay. Neuer Auftrag. Ach, hier kann ich das angucken. Sehr schön. Diese Liste an Unternehmen in dieser Branche geordnet, Gewinn- und Verkaufszahlen. Du siehst hier auch, wie viele Plätze sie seit den letzten Jahren gestiegen oder gefallen sind. Ich werde dir die Hitparade jedes Jahr zeigen, damit du sehen kannst, wie gut du dich im Vergleich zu den Mitbewerbern schlägst. Okay. Also Reiter ist hier. Okay, wir sind auf Platz 9 von 21, über die Hälfte. Das ist doch nicht schlecht, oder? Wir sind sogar 11 Plätze aufgestiegen. Passt. Firmen nach Umsatz, okay. Und nach Gewinn. Gewinn, wahrscheinlich letzter, ne? Ja, sieht super aus. Ein Platz sogar abgestiegen, alles klar. Gut, lass die da mal schweißen. Wir schalten die Dinge jetzt raus. Allerdings ist das Holz, ne? Das kannst du nicht schweißen. Wer weiß, was die da machen. Ist das ein Rist? Ich sollte lieber nichts sagen. Da habe ich wieder eine Nachricht gehabt. Neue Karosserie. Neue Karosserie kann jetzt hier werden. Refo. Alles klar. Renault soll es heißen. Okay. Ah, die sieht doch heiß aus, oder? Komm, zack. Hallo Boss, wir haben gerade Folgendes gekauft. Refo. Ah, hoffentlich können wir damit ein paar tolle Autos bauen. Was machen denn unsere Absatzzahlen hier? Ach, geht doch noch. Autoerwart. Ja, im Rennen waren wir doch schon gut. Dann sollten wir das vielleicht nochmal machen, oder? Produktion. Entwickeln. Weiter. 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 Und das machen wir mal mit dem jetzt, oder? Forte ist natürlich schon besser. Komm, Fokus auf Forschung, das ist uns jetzt gerade erst wichtig. Wir haben keine Punkte mehr da oben. Da machen wir mal einen mittleren Preis raus. Und da kann ich nur angucken, ne? Also los. Arbeitsfortschritt. Da kommt das Chassis. 10, 5000 Gewinn. 13, 17, 12, 18. Warte mal, das erste war Komfort. Nehmen wir den. Okay. Läuft bei den beiden, ne? Oh, beide einen Fehler gemacht. Ich kann gut zuschlagen. 20 und 7. Okay. Oh, einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, der hat einen Forschungspunkt erhalten, der untere. Komfort nochmal dazu.
Boss, wir haben die Möglichkeit, am folgenden Rennen teilzunehmen. Stopp und Start. Ein Rennen, das über eine Reihe von Inseln führt. Die Autos müssen jeweils so schnell wie möglich von einer Insel zur anderen. Wo bin ich denn jetzt? Zur Insel zur anderen fahren. Zwischen jeder Insel werden die Autos bewertet, wie gut sie dem anstrengenden Rennen gewachsen sind und wie sie aussehen. Hättest du daran Interesse? Falls ja, sollst du ein Auto auswählen und dann über ein paar Anpassungen nachdenken. Hier kannst du das Auto wählen, das das Rennen bestreiten wird. In der Liste ziehst du nur die neuesten Autos, die am Rennen teilnehmen dürfen. Mit der Auswahl eines Autos werden dessen Werte und ein Bild davon gezeigt. Bestätige dann einfach die Auswahl und ich werde dir einige Möglichkeiten aufzeigen, wie das Auto für das Rennen verbessert und vorbereitet werden kann. Wenn du eine Meinung geändert hast oder du nicht am Rennen teilnehmen willst, brech die Vorgänge einfach ab. Ja, das ist doch eine coole Wertung, ne? Das ist natürlich das alte Modell, ne? Aber das ist tatsächlich das schnellere Modell. Jetzt hast du die Möglichkeit, eine Verbesserung im Auto durchzuführen oder nicht. Aber keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass dem Rennort durchgeführt wird. Sie vergeuden unsere Arbeit hier nicht ihre Zeit damit. Wähle einfach die Verbesserung aus. Okay, was wollen wir verbessern? Wir wollen das Rennen gewinnen. Zack. Okidoki, ich hatte das Auto zum Rennort geschickt, wo es dann nach einem Wünschen getunt wird. Das Rennen findet in wenigen Wochen statt. Ich hoffe doch sehr, dass wir gewinnen. Okay, wir machen auf jeden Fall den Refault A. Das Mülltörchen kommt gerade wieder. Motor war das blaue, ne? Nee, das blaue war das letzte. Motor war das die Geschwindigkeit, also R. V1 Öko, okay. Boss, das Rennen Stopp und Start wurde gerade beendet. Wir haben den vierten Platz belegt. Naja, warum? Mit dem Platz für unser Auto habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Unsere Firma ist jetzt sogar noch beliebter. Wir haben 7 neue Fans. Okay, vierter von 21 oder was wäre ja natürlich nicht schlecht. Wir brauchen mehr Leistung. Ja, das glaube ich auch. Hier ist ein Auto von uns, oder? Okay. 9 Autos die Woche verkauft. 4000 gewinnen, das ist nicht so dolle. Jetzt kommen die Pneus da drauf. Die sehen ein bisschen anders aus. Ja, das stimmt hier unten. Was brauchen wir? Ach, da sind sie beide gleich. Ne, der eine ist nur zur Verfügung. Alles klar, da haben wir Glück gehabt, dass er gerade noch einen guten Wert dafür hat. Bang. Okay, die Räder haben wir jetzt noch. Das letzte war, was war das letzte? Karosserie drauf. Nur noch 8 Autos verkauft. Oh, der ist ziemlich flott unterwegs mit 160. Optik kommt dann noch. Das ist die Karosserie. Na, Komfort müsste besser werden bei dem Auto, ne? Ach, kriegen wir schon hin. Da kommt jetzt die Karosserie dazu für die Optik. 34. Optik 12, Optik 20. Zack. Kommt nicht so viel dabei. 42. Die Optik war jetzt nicht so der Hit. Aber da kommt ja noch was zu. Jetzt haben wir 83, okay. Ich hätte gerne noch 7 Punkte mehr gehabt. Vielleicht kommen die noch. Das war über die... kommen sogar noch mehr. Alles klar. 11 Fehler sind natürlich jetzt nicht so toll, ne? 13 sogar. Boss, anscheinend kümmert sich unser Mitbewerber Jutsu sehr gut um seine Arbeit. Er schickt sie zu Schulungen und so. Jetzt ist damit an... Und jetzt gibt er damit an, dass das Durchschnitt der Arbeiterwissen über den Verbrauch der folgenden Werte hat. 21. Jetzt können wir sowohl ziemlich ausdauernde Autos bauen. Okay. Er hat da noch einen Fehler eingebaut, oder was? Bauen sie gerade raus. 8. 7 Fehler. 5 Fehler. 3 Fehler. 1 Fehler und... Fehlerlos geht er raus. Und verdammt schnell das Ding.
Und wieder nur so eine blöde 3-Plus-Wertung. Naja, ach, hier unten stehen sie, guck. Aber die Wochenzahlen sind hier schon mal gut und wir machen gut Gewinn. Aber wir haben nur noch 225, aber da kommt was zu. Was ist denn jetzt mit Forschung? Geht da was? Ah, der V-Ökomotor können wir jetzt forschen. Und dafür brauchen wir was? Forschung Punkte 5, das ist nicht viel, die nehmen wir gleich mit. Macht doch Sinn, oder? Motor verbessern ist wichtig. Ja, ich sehe gerade schon, wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Das bedeutet, wir werden jetzt mal einen Cut machen. Wir werden den Ökomotor vielleicht gerade noch so hinkriegen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hoch. Gerne lade gerne einen Kommentar zu diesem Spiel und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Vorschau. Vielleicht mache ich das in Anschluss hier noch ein Video von, denke ich mal. Aber wir haben ja auch noch das andere offen, glaube. Da müssen wir mal schauen, ne? Fate, da war ja auch noch was, ne? Aber ich glaube mal, wir machen das hier erst. Wir werden es denen sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Vorschau. Ciao.